Possums. Hallo, ihr Süßen. Ich bin so ein bisschen erkältet, deswegen muss ich gleich vorweg schicken, dass ich erstens mal sehr kratzig mich anhöre. Zum Zweiten, dass ich zwischendurch immer wieder husten muss und ich werde das Ganze rausschneiden, sonst werdet ihr ja kirre beim Zuhören, wenn euch da das Trommelfell um die Ohren fliegt. Von da gesehen kann die Schnittführung heute etwas holprig sein. Das ist nur mal so ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich habe diesen wunderschönen, glowy, warm, bronzy, Mädchenlook geschminkt, einfach weil ich den so geil finde und habe einfach neue Produkte ausprobiert. Das ist so ein bisschen First Impression Video, also ich habe mir Produkte gekauft und möchte die zusammen mit euch ausprobieren. Allen vor allem ist halt eben diese Dream Satin Liquid, die ganz neu ist auf dem Markt von Maybelline, die hat mich sehr interessiert, weil die eben mit Feuchtigkeitsserum ist und gerade für reifere Haut hat mich das brennend interessiert, ob das funktioniert. Dann habe ich diese wunderschöne Palette hier von Tam Beauty mir gekauft und da konnte ich auch nicht warten, die erstmal auszuprobieren, das wollte ich mit euch zusammen machen. Und was mich auch noch brennend interessiert hat oder was momentan irgendwie auf YouTube so extrem gehypt wird, ist von Makeup Revolution dieser Concealer, der als Tube zum Tape Shape Tape, so ein fucking Name, Tarte Shape Tape Concealer gehypt wird. Und es gibt ja genügend Vergleiche links und rechts, wie er funktioniert oder nicht funktioniert. Ich möchte nicht irgendwie das als Dupe irgendwie entlarven, das ist ja mittlerweile bekannt, sondern ich wollte schauen, ob das für reife Haut was ist. Ne? Weil wenn alle da von diesem Concealer reden, war für mich interessant, funktioniert er einfach bei reifer Haut. Und das werde ich euch in diesem Video wissen lassen. Also wenn ihr genauso neugierig seid wie ich, dann bleibt einfach dran. So, jetzt fangen wir mal an. Ich habe hier erstmal von Jordana einen Primer No Pores Face Primer. Der verspricht, minimiert Poren, reduziert Redness, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, ist nicht fettig und soll auch die Verlängerung des Make-ups, also die Tragefähigkeit des Make-ups verlängern und die Poren nicht verstopfen. Das sind sehr viele Versprechungen. Das ist hier so eine weiße Creme. Ich habe zwar keine großen Poren auf der Stirn, aber Falten. Riecht so ein bisschen medizinisch. Hat überhaupt keinen silikonigen, also fühlt sich an wie so ein Silikonprimer, sondern wirklich eher wie eine Feuchtigkeitscreme. Aber dass es jetzt die Rötungen wegnimmt, sehe ich jetzt erstmal nicht. Also kann ich erstmal nicht sagen, dass es irgendwas großartig tut. So, jetzt haben wir zwei Foundation, die ich mir gekauft habe. Und zwar, was sehr gehypt wird momentan, ist diese Maybelline Superstay 24 Stunden Halt. Und was jetzt eben auch neu auf dem Markt ist, Maybelline Dream Satin Liquid. Die hat dieses Feuchtigkeitsserum enthalten und hat noch einen Lichtschutzfaktor 13. Ich finde die beide. Das sind beides die Farben Nummer 30. Und ihr seht, die haben ganz unterschiedliche Farben. Also das ist schon immer so ein bisschen interessant, dass die Hersteller die gleiche Farbnuance haben. Also wenn ich mich darauf verlasse und sage, okay, ich nehme die Farbe 30 von Maybelline und dann sieht es doch ein bisschen anders aus. Also die wirkt mir ein bisschen gelblicher oder ein bisschen heller und die wirkt ein bisschen grauer. Aber das ist natürlich, muss man letztendlich auf der Haut sehen. Die werde ich auf alle Fälle auch nochmal ausprobieren, aber in einem extra Video. Und ich möchte heute mal diese Feuchtigkeitsspendende verwenden, weil ich glaube, meine Zuschauer interessiert es sogar noch mehr, dass man nicht so ein stark deckendes Make-up hat, sondern für reife Haut ist mal per se mit Feuchtigkeitsserum doch ein bisschen interessantere Version. Und da steht drauf, zart schmelzendes Satin-Make-up mit extra Feuchtigkeitskick. Unser luftig leichtes Flüssigkeits-Make-up mit angereichert mit einem Feuchtigkeitsserum für 12 Stunden kontinuierliche Frische verstopft nicht die Poren. Dermatologisch getestet. Made in France. Also das finde ich mal ganz interessant. Ich habe hier die Farbe 30 Cent, weil ich finde, dass die Farbauswahl ist leider bei diesen
Foundations immer relativ reduziert. Es gibt meistens immer nur so 5-6 Nuancen, das war's dann. Ist natürlich aber halt irgendwie auf mitteleuropäische Zielgruppe. Da. Schön ist, dass es, also es ist eine Glasflasche und das lässt sich hier einfach so rundherum drehen, das ist ein bisschen irritierend. Und es hat einen Pumpspender, was natürlich erstmal gut ist. Und ich werde das so auftragen, wie ich es immer auftrage. Also wenn ich merke, dass es ein sehr flüssiges Make-up ist, dann nehme ich immer meine Clarisonic Brush, die Foundation Brush, die finde ich super. Allerdings, wenn es eine hohe Deckkraft ist, also eine stärkere, mit Sicherheit so wie die, dann ist es mit der Brush nicht so gut. Dann finde ich es mit Beauty Blender, ich werde aber erstmal grundsätzlich, fange ich immer erstmal mit so einem Sponge an, weil so ist relativ dick. Riecht nach gar nichts. Was ich erstmal, oder sehr, sehr dezent, was ich erstmal gut finde, weil ich brauche kein Parfum im Gesicht. Warum auch? Also der erste Eindruck ist sehr, sehr schön. Die Haut sieht wie Haut aus. Die Farbe finde ich auch sehr passend für mich. Gefällt mir sehr gut. Es hat für mich eine leichte bis maximal mittlere Deckkraft, jetzt mit einer Schicht. Es hat einen ganz natürlichen Glow. Also sie ist auf keinen Fall matt. Und sie lässt sich sehr, sehr leicht verteilen und in die Haut einarbeiten und verschmilzt wunderbar mit der Haut. Man hat aber auch genügend Zeit, um das in die Haut einzuarbeiten. Also es setzt sich nicht sehr schnell, sondern man kann sich wirklich Zeit lassen. Aber sie sieht sehr natürlich aus, sehr, sehr schön. Also der erste Eindruck ist sehr positiv. Und ich habe ja immer mal wieder trockene Stellen und da setzt sie sich eben nicht ab. Also das gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Ich bin natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig mit der Tragedauer eines Make-ups, ne? Weil ich so ein Mensch bin, der sich häufig ins Gesicht fasst, einfach wenn er Kontaktlinsen trägt und dann juckt das Auge oder wie auch immer und dann reibe ich am Auge rum und dann sitze ich so da oder wie auch immer. Das ist natürlich dann immer schwierig, dann so ein Make-up zu beurteilen, wie es dann nach 8 Stunden noch aussieht. Ich finde, dann sollte man es halt wirklich auch schon häufiger verwenden und wirklich gucken, wie es dann performt und ob es sich separiert oder ob es sich nicht separiert. Also von einem einmaligen Tragen möchte ich auch kein Urteil abgeben. Deswegen der erste Eindruck erstmal schön. Und das heißt, wenn ich dann sehe, dass es halt nach häufigerem Tragen, dass das eine tolle Foundation ist, dann werdet ihr das auf alle Fälle bei meinen Favoriten sehen. Und wenn die nicht auftaucht, dann, oder ich kann euch dann auch nochmal ein Review dazu geben. So, wir machen nochmal ein bisschen drauf, mal gucken, ob sich das schichten lässt oder ob das halt die Deckkraft erhöht. Also ich finde schon, wenn man nochmal eine zweite Schicht drüber gibt, dass es die Deckkraft erhöht. Und ihr seht, es ist immer noch nicht irgendwie Full Coverage, sondern halt vielleicht jetzt immer mal so ein richtiges Medium Coverage. Aber nach wie vor, also es sieht sehr schön aus. Also ich finde, der erste Eindruck ist wirklich, wirklich positiv. Ja, kann man empfehlen. So, jetzt ein momentan extrem gehyptes Produkt, was eine riesige YouTube-Hype momentan hat. Und zwar die Alternative zum Shape Tape. Tarte Shape Tape Concealer. Und zwar ist es von Makeup Revolution, dieser Concealer. Der heißt Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Das ist jetzt ein Produkt, was, wie gesagt, überall, weil der schlechthin der Concealer aller ist. Was ich aber ein bisschen merkwürdig finde, da wird riesig gehypt, ist bei jedem irgendwie in den Jahresfavoriten, Monatsfavoriten, was auch immer. Wenn man aber dann auch mal den Leuten so ein bisschen mehr zuhört, dass sie sagen, naja, unterm Auge ist es schon austrocknend, ne? Weil so auf Dauer oder für reife Haut ist es doch nicht so ideal.
Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es schon, glaube ich, genügend Reviews, wo man sieht, sowohl bei den großen YouTubern als auch bei kleineren YouTubern, dass das eine hervorragende Alternative ist. Ob das jetzt ein 1:1-Tubit, lassen wir mal hingestellt sein, aber das Ding kostet 5 Euro und der Tart kostet 25 Euro. Also es ist schon ein signifikanter Preisunterschied. Und für 5 Euro, wenn ich es noch dazu hier bekomme, großartig. Ich habe den übrigens bei Cosmetic for Less gekauft, weil genau diese Farbe, nämlich C6, das ist der für leichte bis mittlere Hautton mit gelblichem Unterton. Genau diese Farbe natürlich, die meisten haben oder sehr viele haben, sagen wir mal so, ausverkauft war bei Tam Beauty. Hat mich dann schon wieder geärgert, ne, dass die halt irgendwie so ein falsches Forecasting machen. Nichtsdestotrotz, bei Cosmetic for Less habe ich den bekommen und da habe ich mich dann drüber sehr gefreut. Den gibt es in sehr, sehr vielen Farben. Und ich finde auch gut, wenn da so eine Beschreibung dabei ist, dass es heißt, für sehr helle Haut mit gelbem Unterton oder sehr helle Haut mit neutralem Unterton oder halt eben, ne, dass man halt so ein bisschen Vorstellung davon bekommt, in welche Richtung man gehen soll. Also es gibt eine riesige Farbauswahl und ich glaube, jeder bekommt seinen Farbton, den er haben möchte. Und mich interessiert natürlich extrem, weil erstens mal habe ich mich so ein bisschen gescheut, diesen teuren Tart zu bestellen oder zu kaufen, weil es noch nur in Amerika gibt und mit den Shipping und tralala war mir das erstens zu umständlich. Zweitens fand ich halt eben auch so viel Geld auszugeben für einen Concealer, wo ich nicht weiß, ob der halt wirklich so ideal für meine reife Haut ist, war ich doch ein bisschen zu geizig, muss ich ehrlich sagen, weil wenn ich zum Beispiel Full Coverage Concealer ausprobieren möchte, dann nehme ich den von Catrice, der kostet 3,50 Euro und der ist sehr, sehr gut, aber halt eben, das ist eine super Alternative. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war trotzdem neugierig, ob das überhaupt für reife Haut was ist und deswegen probiere ich den jetzt für euch mal aus. Ich werde den dann setten und zwar habe ich da auch zwei Alternativen. Den haben auch, die eine Alternative hat noch eine Zuschauerin von euch geschrieben und das finde ich auch eine sehr, sehr gute. Und zwar ist das von Wet n Wild, Color Icon. Und zwar eigentlich soll das ein Bronzer sein. Hat sogar einen Lichtschutzfaktor 15. Aber das ist natürlich kein Bronzer. Also wer um alles in der Welt hat so einen hellen Bronzer? Kein Mensch, ne? Und zwar gibt es da zwei verschiedene Farben. Der hier heißt, wie heißt der denn? Reserve Your Cabana. Und dann gibt es noch einen etwas dunkleren davon. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Puder, was man verwenden kann für unter das Auge. Das ist ganz, ganz toll, wenn man halt so ein bisschen wie so eine Art Hourglass-Alternative. Wobei der hier, also könnt ihr natürlich jetzt schlecht sehen mit dem Sheen. Aber das ist eine sehr, sehr günstige Alternative zu den Hourglass. Alternative, kein Dupe, um Gottes Willen. Aber das könnt ihr mal ausprobieren und für unter die Augen ist es auch wunderbar. Und natürlich, was ich auch großartig empfehlen kann, ist von Makeup Revolution diese Radiance Palette. Die habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Und das soll ja ein Dupe sein zu den Hourglass. Und die Farben könnt ihr natürlich auch die hellste Farbe für unter das Auge verwenden. Und die haben keinen Glitzer. Ne? Ja, ihr habt ja auch gesagt, von wegen, na, unterm Sonnenschein, wenn man da Glitzer unterm Auge hat, ich sage euch, man sieht es nicht. Dieser Glitzer, ne, zum Beispiel bei diesem Bourjois-Puder, dachte ich auch, um Gottes Willen, oder bei diesem Elf-Puder, man sieht es nicht. Das ist wirklich so hauchfein und so minimal, dass es wirklich nur lichtreflektierend ist. Und mit dem Glitzer hat man natürlich eine stärkere Lichtreflektion als mit so einem Glow. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Also ne, Elf kostet, keine Ahnung, 2 Euro oder sowas. Ne? Also ist, glaube ich, kein großes Investment. Aber wenn ihr keinen Glitzer wollt, kauft euch diese Palette, die ist großartig. Die könnt ihr auch fürs ganze Gesicht verwenden, wenn ihr so ein bisschen Glow haben wollt und wollt es mal ausprobieren statt Hourglass. Und die Palette kostet, glaube ich, so um die 10 Euro und ist ja mittlerweile auch überall in Deutschland erhältlich. Also eine super, super Empfehlung. So, jetzt fangen wir mal an. Ich bin schon ganz gespannt. Das hat diesen riesigen Applikator. Und Makeup Revolution ist ja... Nur so von wegen, hey, ich mache dich 1:1 nach. Und naja, wir profitieren davon. Ist ja nicht schlecht. Aber sehr dezent. Ich nehme erstmal so einen Kunstpinsel, also Kunsthaarpinsel, verteile das und gehe dann mit dem Beauty Blender und mit der Hand wieder drüber.
Mein Augenlid ist so irgendwie, ich habe so eine starke Erkältung und deswegen sind meine Augen so geschwollen heute Morgen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich so komisch aussehe, ne? Ich gehe jetzt mal im einen Auge, nehme ich die Radiance Palette und im anderen Auge nehme ich diese Reserve Your Cabana. Also nur, damit ihr halt mal einen Eindruck davon bekommt, wie das aussieht. Na, welchen Pinsel nehmen wir denn da? Nehme ich hier die hellste Farbe und so einen kleinen Pinsel hier von... Also ich finde es jetzt nicht so schlimm oder nicht so schlecht, oder? Ich mache mal das andere Auge, seht ihr den Unterschied? Ich habe mir jetzt meinen Halsbonbon reingetan, damit ich nicht so oft husten muss. Also der erste Eindruck, ich ziehe das immer so ein bisschen hoch, dass es da so hinten noch so ein bisschen liftet. Ich finde, er lässt sich sehr schön auftragen, er lässt sich auch sehr schön verteilen, lässt sich sehr schön einblenden. Das auf alle Fälle. Aber ich finde schon natürlich, dass es sich ein bisschen mehr in den Falten absetzt oder zumindest rein optisch im Vergleich jetzt zu den anderen Concealern, die ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Ne? Also hat natürlich eine stärkere Deckkraft, ist klar. Deswegen setzt es sich natürlich schon ein bisschen mehr ab, weil er einen höheren Puderanteil hat. Ne? Aber ansonsten finde ich ihn gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Jetzt nehmen wir mal an der Stelle hier das Reserve Your Cabana von Wet n Wild. So, also vom Puder finde ich jetzt keinen sehr großen Unterschied, muss ich euch sagen. Also ich finde beide Alternativen sehr schön. Also da habt ihr nochmal zwei schöne Puder-Alternativen, die ihr verwenden könnt für unterm Auge. Und also der erste Eindruck von diesem Shape Tape ist wirklich gut. Also wenn ihr ein bisschen stärkere Deckkraft habt und wie gesagt, wenn ihr natürlich mit dem Beauty Blender drüber geht, dann nehmt ihr immer noch mal ein bisschen Produkt ab. Das ist ja klar. Ne? Also wenn ihr noch eine höhere Deckkraft haben wollt, dann nehmt ihr nur den Pinsel und geht dann mit dem Finger drüber. Ich mache das immer ganz gerne, dass es nicht zu stark oder zu maskenhaft aussieht, dass ich halt eben im Beauty Blender noch ein bisschen drüber gehe. Und natürlich, wie gesagt, nehme ich dann halt ein bisschen Produkt ab und reduziere dadurch die Deckkraft. Aber ich finde das Ergebnis eigentlich sehr schön. Also kann man auf alle Fälle lassen, kann man probieren und ich werde ihn auch weiterhin verwenden. So. Ich setze dann mein Gesicht eben auch hier mit Insta. Gehe ich so über alle drei rüber. Auch immer sehr merkwürdig, ne? Wenn ich zum Beispiel YouTuber sehe, die halt dann eben einen Glowy Primer auftragen und Glowy hier und Glowy da und dann fangen sie an, alles zu baken und dann wird unter dem Auge gebaked und hier gebaked und da gebaked und da gebaked und dann ist der ganze Glow wieder weg. Strange. Nun gut. Muss jeder selber wissen, was er da so tut. So, jetzt haben wir dann als nächstes was ich mal ausprobieren möchte oder was ich noch viel zu wenig ausprobiert habe, sagen wir mal so, ganz wenig, ist diese Catrice Palette. Und zwar gibt es hier ein Contour, Cheek und Highlight. Und wir verwenden mal heute das Contour, weil es relativ dunkel aussieht. Aber wir schauen mal, wie das so ist. Das finde ich ganz hübsch. Das ist, könnte vielleicht noch ein kleines bisschen kühler sein. Allerdings, wenn es zu kühl wird, dann sieht es auch auf dem Haut relativ, kann es leicht grau aussehen. Auf meinem Hautton passt es eigentlich ganz schön, auch hier unter dem Kiefer. Also das gefällt mir gut. Hat sich gut auftragen lassen, schön verblenden. Also das ist ein schönes Produkt, gefällt mir gut. Dadurch, dass ich halt noch andere Blushes verwenden möchte und anderen Highlighter, kann das vielleicht mal die Farben hier swatchen, damit ihr das so seht. Sehen auch sehr schön aus.
Also der Highlighter hat so einen schönen goldenen Unterton, keinen Glitzer, sondern wirklich nur einen schönen Sheen. Ist aber relativ dezent, ne? Aber so für jeden Tag wunderbar. Das Blush finde ich auch ganz, ganz schön. Das ist so ein Orange-Peachig, was wirklich, also ganz, ganz tolle Farbe, die wirklich auch vielen stehen. Schöne kleine Palette, gefällt mir sehr gut. So, jetzt habe ich hier noch Rouge und Highlighter. Rouge fand ich ganz, ganz toll, hier diese da von Catrice. Also seht ihr das? Das ist so mit 3D-Effekt. Erinnert mich, ne, glaube ich, Smashbox gehabt. Allein das Packaging kostet, glaube ich, schon richtig gut Geld. Ich sage ja, Catrice macht tolles Packaging bei Limited Edition. Das ist ja auch eine Limited Edition und das habe ich halt eben für einen halben Preis gekauft beim Rossmann. Müsst ihr mal sehen, es gibt es momentan noch in den Ständern. Also ganz, ganz toll. Allein das Packaging ist es schon wert. Dann habt ihr da drin noch einen großen Spiegel. Also toll. Ich fand das Produkt auch sehr, sehr schön. Warum? Weil ich habe hier auf der einen Seite eine Bronzing Color, dann halt hier ein Rouge und hier ein Highlight. Ich kann das natürlich alles dann munter durchmischen, dass ich sage, ich habe so einen Glowy Blush. Ich kann natürlich aber auch da hinten so ein bisschen diese dunklere Farbe nehmen und kann halt eben auch das Rouge so ein bisschen variieren. Also das finde ich eigentlich auch sehr schön. Ich muss es mal ausprobieren, dass es nicht so messy wird. Aber prinzipiell von der Idee finde ich das sehr schön. Das Packaging finde ich großartig, wunderschön. Und wie gesagt, ich habe das für 2,50 Euro gekauft. Also wer es da nicht kauft, ist selber schuld. Hier so eine Rottonfarbe. Und hier, ach, das ist so genau meins, das ist so wunderbar. So dieses mehr Orange oder Warmton. Und hier auch so ein bisschen, wie gesagt, den Highlighter. Und jetzt nehmen wir mal das Blush. Das hat mich also wahnsinnig interessiert. Und das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt gehen wir mal hier. Staubt. Also ihr habt ja gesehen, ich bin da nur ganz leicht mit diesem Stippling Brush hier rein. Und das ist wahnsinnig stark pigmentiert. Und man muss also wirklich mit leichter Hand das auftragen, sonst hat man da so einen Farbbatscher auf dem Gesicht. Und es lässt sich auch, man muss wirklich aufpassen beim Verblenden. Also man muss wirklich schon so ein bisschen arbeiten, dass das halt sich gut verblendet. Und obwohl es eine Stippling Brush ist, ne? Also wenn ihr da mit normalen Puderbrush, was ist denn heute los? Ich bin halt so amerikanisch unterwegs, mit so einem normalen Puderpinsel da reingeht, der eben zum Beispiel hier so festgebunden ist oder halt eben sowas, dann habt ihr echt ein Problem. Da muss man wirklich aufpassen. Also das ist sehr, sehr stark pigmentiert. Hat einen Glow, obwohl ich dachte, dass es hier matt ist. Hat es einen Glow. Kann natürlich auch von dem Hourglass Puder unten drunter liegen. Die Farbe ist sehr schön, aber sie ist schon sehr stark. Gehe dann noch mal ein bisschen hier über die Ränder mit meinem Puderpinsel. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Sehr, sehr, sehr stark pigmentiert. Lässt sich nicht so leicht verblenden, meines Erachtens. Also ist vielleicht für Anfänger nicht so das ideale Produkt, aber die Farbe ist sehr, sehr schön. Dann als Highlighter möchte ich mal hier ausprobieren, und zwar ist das Gilded Honey. Das ist von Laura Geller, Made in Italy. Und eben dieses kleine. Und ich bin für Highlighter, finde ich, lang solche kleinen Proben oder solche kleinen Größen unbedingt. Aber was will ich mit so einem riesen Pan, der wahrscheinlich, wo ich mit ins Grab nehmen kann. Aber so eine Größe langt eigentlich vollkommen. Da nehmen wir mal auch wieder einen Stippling Brush. Der ist halt sehr gold. Das ist ein sehr schönes warmes Gold, kein kaltes Gold, eine sehr schöne Farbe. Schöne Farbabgabe, kein Glitzer, ein schönes Glow. Kein so Spiegelglanz, aber auch ein bisschen mehr, als man kann es aufbauen, seht ihr ja. Also kann man auch gut im Alltag verwenden. Schöne Farbe.
So, für die Augen habe ich euch ein bisschen rangeholt. Ich habe hier so zwei Pätschen, die habe ich mir mal gekauft von H&M. Ich glaube, ich habe die noch gar nicht ausprobiert. Und zwar sind das solche, so mousseartige Lidschattenbase. Und dann dieses schöne Quartett. Und zwar sind die auch von Tam Beauty und zwar von Freedom Makeup. Seht ihr hier? HD Eye Folds. Und zwar sind das 5 Eyeshadow Pans, Fit in Freedom, bla bla bla. Da kann man halt eben sich so customized Paletten machen. Das hat ja jetzt Tam Beauty eben auch, dass man sich halt dann selber solche Paletten zusammenstellen kann. Und die Farben fand ich natürlich toll. Ne? Warme, ich zeige es euch mal so. Ich kann es nicht ganz gerade halten, sonst fallen die raus. Richtig schöne warme Farben. Und zwei scheinen auf alle Fälle matt zu sein. Einer so ein bisschen Schimmer und 3 voll. Und die verwenden wir einfach mal und schauen mal, ob wir damit crazy Look machen können. Und da möchte ich gerne mit dieser Base halt eben erstmal arbeiten. Und das andere halt eben drüber machen. So, ich gehe dann hier so ein bisschen, das ist wirklich so ein Mousse. Das kommt in der Kamera so ein bisschen durchfallbraun rüber. Hat der kleine Vogel Diarrhoe gehabt. Jetzt gehen wir dann mal so mit dem gleichen Pinselchen rein, was ich vorhin verwendet habe. Ich habe es natürlich abgeputzt vorher. Also wenn ihr jetzt so einen ganz schnellen Look machen möchtet oder gerade für den Sommer finde ich sowas auch ganz toll, ne? Dass man halt eben, wenn man schwitzt oder wenn man halt irgendwie in warmen Urlaubsgefilden ist, dann ist sowas halt auch klasse. Ne? Ich finde es eine super schöne Farbe. Ach, die gefällt mir gut und zu braunen Augen sieht es toll aus. Da bin ich gerade ein bisschen verliebt. Sehr schön. Und dann macht ihr noch ein bisschen Eyeliner drumherum oder auch ein bisschen Puder, dass es nicht verläuft. Und dann Wimperntusche drauf und fertig, ne? Super schön. Oh, schön. Ich kann es nämlich überhaupt nicht lesen, weil ich mich klein geschrieben habe. Also ganz toll, finde ich toll. Ich finde überhaupt H&M-Produkte gar nicht schlecht, muss ich euch ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir mal hier mit diesen süßen Babys hier rein. Wir gehen halt erstmal so mit der helleren Farbe, mit der hier. Und dann mit der und dann mit der und dann mit allen. Ne? Fangen wir einfach mal an. Ich nehme dafür meine Zoeva-Pinselchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so knallige Farben habe, was ich momentan sehr viel verwende, und da bricht mir das Herz, wenn ich meine Hakuhodo-Pinsel dafür verwende, weil es halt so extrem einfärbt. Gehe dann noch mit einem sauberen Pinsel herein, das ist der Sigma E40 und verblende noch so ein bisschen die Ränder. Ich habe mir den mal gekauft, weil den jeder hatte, ne? So zum Verblenden, weil ich dachte, ich muss den unbedingt auch haben. Aber ich muss ehrlich sagen, der ist sehr kratzig. Also, wenn ich den Vergleich zu meinen Hakuhodo-Pinseln, Heiland, also der ist schon... Finde ich schon sehr kratzig. Die Farben lassen sich sehr gut pigmentiert, finde ich. Lassen sich aber auch schön aufbauen. Also sie sind nicht so extrem schnell da, aber man kann es sehr schön aufbauen, lassen sich sehr schön verblenden. Also gefällt mir sehr gut. Finde ich nicht enttäuschend. Also Blendbarkeit ist sehr schön. Und wie gesagt, es hat ein bisschen Fallout. Also ihr müsst immer so ein bisschen den Pinselchen abklopfen, damit ihr es nicht irgendwie auf der Wange habt. Aber von den Farben her erstmal sehr schön. Tolle Farbe. Das ist ein richtig schönes rötliches Gold. So ein warmes Gold. Toll.
weil meistens ich... Oh. Ist es geil oder ist es geil? Oh, schön. Weil man mit dem Finger besser auftragen lässt. Und da seht ihr ja, das ist richtig schön feucht mit dem Finger, also ganz toll und nicht mal nass aufgetragen. Also sehr cremig, sehr buttrig die Lidschatten hier, diese Feucht. Ach, und habe ich euch erzählt, dass es auch noch im Angebot war. Kommt denn noch erschwerend hinzu. Ich glaube, diese kleine Fünferpalette, die hat nur 5 Euro gekostet. Also die kann ich auf alle Fälle empfehlen. Sehr, sehr schön. Bin schwer begeistert. So, ich habe jetzt aber meine Haare hin zusammengebunden, weil ich keine Nerv habe, die jetzt zu föhnen oder zu stylen, weil wenn ich so schwitze und wenn es dir nicht gut geht, und dann sehen die in einer halben Stunde eh wieder aus wie Hund. Deswegen die etwas einfache Version. Und habe einfach nur ein bisschen Liner aufgetragen. Und zwar ist der von, ich glaube, von Maybelline. Long Lasting Drama. Hier dieses Fändchen. Ich habe den schon etwas länger. Habe den aber kaum benutzt und er ist schon fast ausgetrocknet. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Und meine ganz normale Lash Paradise. Und ich hatte jetzt auch kein Nerv für falsche Wimpern oder sowas, aber ich denke, das passt auch so ganz gut. Und ich finde den Augenlook echt schön. Also gefällt mir sehr gut, die kleine Palette. So, jetzt kommen wir mal zu den Lippen noch. Da wollte ich mal was ausprobieren, was ich sehr interessant fand. Und zwar ist es ein sogenanntes Lip Filler Base. Das habe ich gekauft von Rival de Loop. Also von da gesehen war es auch nicht teuer. Und da steht drauf, die cremige Textur lässt Lippen ebenmäßiger erscheinen, pflegt mit Avocadoöl und Vitamin E. Und gerade ältere Lippen haben ja häufig so diese kleinen Lippenfältchen hier oben. Da habe ich gedacht, naja. So, das Produkt sieht so aus, wie so ein kleiner Lippenstift, Stiletto. Ui, das ist schon alles sehr flimsy hier. Na, mal gucken. Riecht so ein bisschen nach Vanille, also erstmal sehr angenehm. Ich habe zurzeit extrem trockene Lippen und weiß nicht, ob das so fair ist, dem Produkt gegenüber das auszutesten. Wir schauen einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann, also ich werde es auf alle Fälle öfters probieren. Erstmal fühlt sich sehr cremig an und auch sehr angenehm und riecht auch gut. Also es kleidet natürlich erstmal sehr schön, weil es ja halt eben sehr wachsig ist. Aber die Frage ist natürlich nur, ob es auch die Haltbarkeit verkürzt. Ne? Weil wenn ich da halt so eine Creme oder so eine Basis drunter mache und mache dann einen Liquid Lipstick drauf, der eigentlich halten soll. Deswegen schauen wir mal, ob das was taugt. Und da habe ich eben auch hier von Laura Geller, das war halt eben in diesem Set mit diesem kleinen Gilded Honey hier drin. Und zwar heißt der 50 Kisses Lip Locking Liquid Color. Und den geben wir uns jetzt mal auf. Riecht auch schön nach Vanille. Der hat einen ganz, ganz tollen Applikator. Der ist so zweistufig. Lässt sich super einfach auftragen. Ganz toll. Super. Augenbrauen habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ist auch gut, oder? Ach, die sind natürlich schön, die lasse ich so. So, jetzt habe ich zum Schluss noch hier die Lippe aufgebissen. Also wahnsinnig gut, ne? Von Maybelline Superstay Setting Spray 24 Stunden Make-up Fixing Spray. Das hat mich natürlich auch wahnsinnig interessiert. Ich habe früher nie ein Setting Spray gehabt. Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie 20 oder sowas, ne? Make-up wie gewohnt auftragen, Fixing Spray gut schütteln, Make-up 20 bis 25 cm vor dem Gesicht entfernt halten, Augen im Mund schließen, 2 bis 4 Mal im Uhrzeigersinn aufsprühen, bei der Nase enden.
Okay, bei der Nase enden. Nun gut, Uhrzeigersinn ist. Das ist wichtig? Okay. Jetzt habe ich auf der Nase geendet. Also. Moment. So, also da kommt ganz schön viel auf einmal raus, muss man sagen. Aber schauen wir mal. So, kommen wir mal zum Resümee von den einzelnen Produkten. Der Primer hat mich auf den ersten Blick gar nicht überzeugt. Ich habe das Gefühl, der macht nichts außer ein bisschen Feuchtigkeit. Also Pore Refiner habe ich nicht gesehen. Ich werde es mal öfters ausprobieren, aber erster Eindruck ist, dass er mich nicht überzeugt hat. So, dann die Cream Satin Liquid Foundation, auf den ersten Blick sehr schön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, macht ein ganz natürliches Hautbild. Hat sich jetzt nicht irgendwie groß trockene Stellen irgendwie betont oder irgendwo abgesetzt. Lässt sich wunderbar mit der Haut verbinden, einarbeiten, sieht aus wie zweite Haut. Farbe finde ich sehr, sehr schön. Hat einen schönen natürlichen Glow für reife Haut. Erster Eindruck, super geeignet. Lässt sich toll verblenden. Also ja, ganz toll. Hat mir gut gefallen. Und werde ich auf alle Fälle weiter testen. Mir gefällt auch, dass er Lichtschutzfaktor 13 hat. Besser als nichts. Und ja, also sehr schöner erster Eindruck. Dann der Shape Tape Concealer. Ich habe jetzt noch, wir haben jetzt schon ein bisschen gearbeitet. Ich habe das jetzt nur bei dem Augen-Make-up so ein bisschen von näher betrachtet. Also ich muss schon sagen, dass er die Augenfältchen stärker betont. Wenn ich das, egal ob ich das jetzt hier mit dem Powder setze oder auch hier mit der Radiance Palette, in beiden Fällen finde ich, dass er sich stärker in die Fältchen absetzt. Auch hier, wo ich zum Beispiel das hier rausgezogen habe, da fängt es an zu creasen, wenn ich hier mehrere Schichten Puder oder irgendwas drauf gebe. Das zum Beispiel hier diese Lachfältchen, ne, das verträgt sich hier gar nicht. Das fängt an zu creasen. Das sieht nicht schön aus. Also für reife Haut nur bedingt geeignet. Also ich würde es das nächste Mal hier nicht hier rüber ziehen, sondern wirklich nur unter dem Auge lassen. Also das von wegen Lifting-Effekt, nein. Und mit ganz, ganz leichter Hand nur Puder auftragen. Nicht so stark, weil er ansonsten caked. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Da finde ich meinen Catrice und den Nummer 7 besser für die reife Haut. So, was haben wir noch? Dann hier diese kleine Catrice Palette, finde ich sehr schön, hat mir gut gefallen. Macht eine schöne Kontur, auch hier unterm Kinn. Sieht auch noch immer gut aus, lässt sich ganz gut verblenden. Und die anderen zwei, wie gesagt, ein dezenter Highlighter ohne Glitzer und eine schöne Farbe von einem Blush, gefällt mir gut. Dann das Catrice, wie heißt der denn? Cheek Palette, wie heißt der denn? Limited Edition Blush. Blush, Ombre Blush Palette. Das hier ist Burnt Orange. Also, man muss mit leichter Hand und mit leichtem Pinsel da reingehen, weil ihr seht, es ist sehr, sehr stark pigmentiert. Und ich finde, es lässt sich auch nicht so schön verblenden. Jetzt mag das an der Foundation liegen oder irgendwie, dass ich halt jetzt nur mit der Radiance Palette hier das Puder unten aufgetragen habe. Muss man nochmal gucken, ob das bei anderen Pudern genauso sich verhält. Ich finde, es hat sich nicht so gut verblenden lassen, sondern man musste ein bisschen mehr arbeiten. Es hat dann auch funktioniert. Aber da würde ich schon erwarten, dass es ein bisschen einfacher geht. Wie gesagt, muss man nochmal gucken, woran es liegt. Bitte mit leichter Hand auftragen. Von der Farbe her sehr, sehr schön. Dann der kleine Laura Geller Highlighter. Ist sehr schön, kann man aufbauen, kann man auch leicht mit leichter Hand auftragen. Hat einen sehr schönen gelben, natürlichen Unterton. Also nicht so ein kühles Gelb, sondern ein warmes Gelb. Schöne Farbe. Dann diese kleinen Pöttchen hier von H&M. Toll, gefällt mir super, super gut. Wunderschöne Farbe, lässt sich wunderbar auftragen, lässt sich sehr leicht verblenden, kann man auch alleine tragen oder als Base für ein Augen-Make-up. Super, super schön, gefällt mir sehr gut.
Dann die kleine Augenpalette von Makeup Revolution kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also es fehlt so ein bisschen ein dunkleres Braun, um das zum Beispiel da hinten noch so ein bisschen akzentuieren. Kann man aber aus einer anderen Palette rausnehmen. Wie gesagt, die sind ja auch magnetisch. Die kann man auch in jede Setpalette reintun. Übrigens gibt es von Makeup Revolution jetzt auch, auch so Art Setpaletten. Die kosten nur einen Bruchteil von den Original-Setpaletten. Die kosten, glaube ich, bei Tam Beauty 8 oder 9 Euro. Ich habe jetzt eine gekauft für einen halben Preis, also für 4 Euro oder 4,50 Euro. Eine große Palette, die zeige ich euch noch beim nächsten Tamp Beauty Haul. Auf alle Fälle empfehlenswert, da kann man die reintun. Tolle Angelegenheit. Sehr schöne Qualität. Lassen sich schön verblenden, schön auch aufbauen. Haben aber genügend Pigmentierung, dass man einen schönen Look schminken kann. Mir gefallen die Farben sehr, sehr gut. Es ist momentan so ja total hip und in. Und es ist genau mein Geschmack. Also ich finde es so, ach. Also die Foils sind auch wunderbar mit der Hand aufzutragen. Sind cremig, buttrig. Für den Preis sehr, sehr empfehlenswert. Zu diesem Lippenfiller-Base kann ich noch nicht so viel sagen. Zumindest ist es so, dass der Liquid Lipstick drauf hält. Ha! Aber er ist nicht kiss-proof. Also ich muss es mal testen, ob der sich anders verhält, der Liquid Lipstick, ohne diesen da. Ich sehe jetzt nicht irgendwie... Mach vielleicht mal ein paar Vorher-Nachher-Fotos und lasst es euch wissen. Also weiß nicht so recht, was das momentan machen soll. Ob es irgendwelche Rillen aufgefüllt hat, keine Ahnung. Laura Geller, Liquid Lipstick. Sieht geil aus. Also lässt sich super leicht auftragen, hat einen tollen Applikator. Schöne Velvet-Lippen. Das hier, das liegt jetzt daran, dass da irgendwie meine Lippe ein bisschen aufgeplatzt ist. Das hat aber nichts mit dem Lippenstift zu tun, sondern das ist halt einfach die Trockenheit meiner Lippen. Aber es fühlt sich, es klebt nicht. Ganz kleines bisschen vielleicht. Aber irgendwie, also das stört mich überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass wie bei den Makeup Revolution Liquid Lipsticks, wo es einem die Lippe zusammenklebt. Es hat auch ein extrem leichtes Tragegefühl. Also es fühlt sich wie gar nichts auf den Lippen an. Sehr, sehr angenehm. Sieht super schön aus. Farbe ist toll. Also gefällt mir sehr, sehr gut. So, das Spray kommt viel raus. Also das andere von Manhattan gefällt mir vom Spraykopf her besser, weil es sehr viel feiner ist. Das andere riecht auch sehr viel besser mit diesem frischen Gurkegeruch. Ob das jetzt halt irgendwie das Make-up so settet, muss man mal gucken. Insgesamt gefällt mir aber der Look sehr, sehr gut. Und ja, bin mal gespannt auf eure Kommentare, ob ihr schon mal, lasst mir doch gerne in den Kommentaren, ob ihr das ein oder andere Produkt auch schon ausprobiert habt und wie eure Erfahrungen sind. Erster Eindruck, Langzeitanwendung, wie auch immer. Da freue ich mich schon sehr drauf. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und mir auf alle Fälle. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.